Ja, ich begrüße Sie da für ein nächstes Video, das Video 2 in unserem aktiven Bewegungsapparat. Wir kommen hier zum Kapitel 17.6. Da geht es um Hilfs- und Schutzeinrichtungen. Also, was man hier zum aktiven Bewegungsapparat zählen können, sind einmal als erstes Zähne. Von denen wissen wir, das ist straffes Bindegewebe, wo die Fasern parallel zueinander laufen. Sehnen übertragen, also verbindet ja den Muskel mit dem Skelett und sie übertragen also Kraft vom Muskel aufs Skelett. Und damit das geht, sind die sehr stark und sehr gut mit dem Skelett verbunden, sind also mit dem Periost verwachsen. Sehnen, auch da wissen Sie, die sind sehr, sehr, sehr auf Zug belastbar. Aber was sie nicht verträgt, ist Druck. Und Sehnen sind dann auch noch schlecht durchblutet, sind also ein bradytrophes Gewebe. Brady heisst langsam und Trophos hat etwas mit der Ernährung zu tun. Also alle bradytrophen Gewebe, die heilen schlecht. Eben weil es nicht durchblutet werden oder wenig durchblutet werden. Gut, also das wäre mal etwas. Nachher haben wir die Bänder, die Ligament. Das ist auch straffes Bindegewebe. Einfach ein bisschen anders angeordnet als was man bei den Sehnen findet, aber da müssen wir dann effektiv in die konkrete Situation schauen, wie genau das aussieht. Und die verbindet jetzt Knochen mit Knochen. Das ist also nicht gleich wie die Zähne. Bänder, das haben wir, wo wir den passiven Bewegungsapparat angeschaut haben, haben wir das schon gesehen. Die führen jetzt also die Bewegung von Gelenk. Oder je nachdem, wie die Bänder angeordnet sind, verhindern sie dann auch unphysiologische Bewegungen. Also das ist die sogenannte Bandhemmung. Und die Bänder, die kommen dann also innerhalb und außerhalb vom Gelenk vor. Außerhalb sind sie so Kollateralbänder und so weiter. Intraartikuläre Bänder ist das Femurkopfband oder zum Beispiel Kreuzbänder oder so. Gut. Also das wäre mal etwas. Nachher haben wir dann als drittes haben wir Zähnescheide. Das sind so röhrenförmige Hüllen um die Extremitätensehne. Also die Extremitätensehne, Entschuldigung, das sind die lange Sehnen, weil die Muskulatur, wo die Muskulatur ist zum Beispiel am Unterarm und Fingerknöchel, also Knochen, die dann müssen bewegt werden. Das sind dann zum Beispiel die Fingerglieder und dann habe ich ganz lange Sehnen, die sich entlang vom Handrücken oder entlang von der Handfläche ziehen, bis sie dann letztlich bei den Fingern sind. Und da am Handgelenk wird es relativ eng
Und damit ihr die Sehnen nicht aneinander ripschen und so Druck aufeinander ausüben und sich schädigen, gibt es da die sogenannten Sehnenscheiden, eben die röhrenförmigen Hüllen. Am Fuß haben wir etwas Vergleichbares. In diesen Hüllen, also in diesen Rohren, haben wir Synovia. Also das ist wie, das ist genau die gleiche Substanz. Wie an den Gelenken. Und die Synovia, die tut dann die Sehnen umspülen. Und so werden die gefäßlosen oder gefäßarmen über Diffusion ernährt. Also wenn Sie wollen, können Sie hier noch so ein Dings zeichnen. Da wäre das, das da wäre eine Sehne und da das Tunnel-Dings da rundherum, das ist so eine Sehnenscheide. Das wäre die Sehne. Und das hier, das wären die Synovia. Gut. Also, dann haben wir noch etwas weiteres, was man so als Schutzeinrichtung könnte titulieren. Das wäre der Schleimbüttel. Und das sind kleine Spalträume, die wir haben, überall dort, wo es Druck gibt, wo aneinander gerieben wird und so. Und das kann sein zwischen Sehnen, das kann sein zwischen Bändern, das kann sein zwischen Bändern und Sehnen, das kann sein zwischen Bändern und Muskeln, das kann sein zwischen Sehnen und Muskeln. Das kann sein zwischen Muskeln und Knochen, das kann sein zwischen Muskeln und Subkutis, das kann sein zwischen Sehnen und Subkutis, das kann sein zwischen Bändern und Subkutis, also einfach überall dort, wo, so, wo Druck entsteht. Oder auch über Knochenvorsprünge und so weiter. Also das sind kleine. Also was, eben zwischen Sehnen, Bänder, Knochen, Muskeln. Haut, also Subkutis. Und die kleinen Büttel, die Spalträume, die sind dann auch mit Synovia gefüllt. Und das dient jetzt weniger der Ernährung von der umgebenden Strukturen, wie wir es hier oben bei den Sehnenscheiden haben, sondern eher als Polster. Es sind so Wasserküsse eben zwischen diesen Strukturen eingelagert. Und die verteilen jetzt also die mechanischen Belastungen. Gut. Also, das wären die Schleimbüttel. Dann haben wir noch etwas Nächstes. Das sind die Sesambeile. Das ist das E. Auch die haben wir kennengelernt, wo wir das Skelett schon angeschaut haben. Das sind also kleine Knochen in den Sehnen. Die schützen sie also vor Druck und Reibung. Weil Knochen kann ja mit Druck und Reibung umgehen. Gut. Und dann haben wir noch die Faszien.
Aber das sind die Hüllen aus Bindegewebe, wenig dehnbar, also nicht sehr elastisch. Also wenn die mal schrumpfen, dann müssen sie unter Umständen Wochen trainieren, bis sie die wieder ein bisschen aufdehnen können. Also die, und die Hülle, eben, die können um einzelne Muskeln sein oder mehrere Muskeln mit einer gleichen Funktion, eben so, so agonistisch arbeitende Muskeln können zusammengefasst sein und mit einer Faszie zu Gruppen zusammengefasst werden. Oder dann haben wir es auch als Körperfaszie kennengelernt. Die Faszien helfen mit, dass der Muskel seine Form kann, also dass der Muskel in Form bleibt. Also, das heisst jetzt nicht, dass man den Muskel nicht trainieren sollte, aber die Faszien unterstützt das. Nachher unterstützt es den aufrechten Gang. Also das Vertikale. Weil sie packen die Rückenmuskulatur sehr stark ein und halten die unter Spannung, dass die Wirbelsäule gestreckt bleibt. Und wenn die Faszie nicht dehnt wird, und sie sich vorne führen, abneigen, dann kommen sie mit den Fingern nicht am Boden, oder? Und wenn sie die Faszie dehnen, dann kommen sie mit den Fingern am Boden. Und was die Faszien auch noch machen, die speichern Bewegungsenergie. Oder machen wir es so, speichern die Energie, wenn sie dehnt werden. Und in dem Moment, wo die Dehnung losgelassen wird, dann könnte die Faszie sich so, also wie wegspicken. Oder? Also wenn sie jetzt zum Beispiel so eine Dehnung machen, dass sie ja hier auch Faszien oder die Aponeurosen in der Handfläche und so ist auch eine Faszie. Und ich habe ja da die ganzen Finger drin. So, so. Und wenn ich jetzt loslasse, dann spiegelt es zurück. Also ich mache jetzt so nichts, oder? Dann spiegelt es zurück, oder? Also die Bewegungsenergie, die da jetzt wird Bewegungsenergie gespeichert in den Faszien rein und dort spiegelt es zurück. Also die spicken los, wenn die Dehnung beendet wird. Und dann haben wir in den Faszien Schmerzrezeptoren. Also das sind die Faszien, die reklamieren, wenn es zu Verspannungen kommt. Die Muskeln können sich nicht verspannen. Das sind die Faszien, die sich verspannen. Muskeln haben eigentlich wenig Schmerzrezeptoren, das sind alles Faszien, aber eben wenn sie schauen, wo überall sind Faszien, oder? Muskelfaserbündel und so weiter, oder? Also dann haben wir schon sehr viel Schmerzrezeptoren im Muskelinnen, oder? Und so Verspannungen könnten durchaus schmerzhaft sein und dann muss man halt die Faszien lösen und dehnen und behandeln. Gut, und was sie auch noch enthalten, sind propriozeptive Faktoren, Rezeptoren. Und die sind dann eben für die Propriozeption
bzw. die sogenannte Tiefensensibilität zuständig. Und das sind die Sinnesrezeptoren, die Ihnen angehen, wie ein Gelenk gebeugt ist oder so, ohne dass Sie das Gelenk lang anschauen oder so. Gut, das wäre es jetzt hier eigentlich auch schon gewesen. Dann machen wir dann im nächsten Video weiter. Danke vielmals.